Es gibt einen Kulturkampf, der von dieser Regierung vielleicht nicht angezettelt, aber konsequent weitergeführt wird. Es gibt in Berlin diese großartige Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die das Erbe nicht nur Preußen, sondern auch anderer Kulturgüter verwaltet. Das soll jetzt bei dem Umbau dieser Stiftung, soll der Begriff Preußen aus dem Titel genommen werden. Weil Preußen wird bei uns immer noch konnotiert mit Militär und Marschmusik. Für mich ist Preußen was anderes. Das sind zum Beispiel große Reformer wie Freiherr von Stein oder August von Hardenberg. Die haben große Reformen durchgesetzt, die noch heute bedeutend sind. Aber Preußen muss da raus. Aus dem Titel der Kulturstiftung. Aus Gründen, die vermutlich uns nur Claudia Roth erklären kann. Und ich glaube, auch sie käme in Argumentationsschwierigkeiten. Ein anderes Beispiel, wenn Sie mir noch ein paar Sekunden gönnen. Sie haben noch mehr Zeit. Gut, dann muss ich nicht so hetzen. Nein, überhaupt nicht. Gut. Es hat ja vor kurzem das Treffen der Außenminister der G7 gegeben in Münster und vermutlich in dem Saal, in dem auch der Westfälische Frieden verhandelt wurde. Und vor dem Treffen wurde ein Kreuz, das an der Wand hing, entfernt. Entfernt, verstehen Sie? Meine, man muss nicht Christ sein und schon gar nicht ein Praktizierender. Aber wir leben in einer christlich geprägten Kultur. Und da wird ein Kreuzabgang bei einem Treffen der Außenminister, ohne dass sich jemand darüber beschwert hätte. Es ist kein Fall bekannt geworden, weil ein Jude oder ein Moslem oder ein Atheist sich darüber beschwert hätte. Naja, und dann gab es wie üblich das deutsche Durcheinander. Frau Baerbock, die dann die Konferenz leitete, bedauerte die Maßnahme und sagte, diese Maßnahme habe sei keine politische, sondern nur eine organisatorische Entscheidung gewesen. Ja, 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 das hat sie wirklich gesagt. Das heißt, und sich hat sie dann dafür entschuldigt. Und der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte noch was Witzigeres. Es habe eine Veränderung des Mobiliars gegeben. Und im Zusammenhang dieser Veränderung des Mobiliars, anderer Tisch, andere Beleuchtung, andere Teppiche, sei auch das Kreuz entfernt worden. Ja, aber es geht noch weiter. Nächstes Ärgernis, die Kuppel des Berliner Doms trägt eine Inschrift, die von, wie hieß der nochmal, der Kaiser Friedrich Wilhelm IV. 1844 angeordnet wurde. Ein völlig harmloses Zitat aus der Bibel, ich weiß nicht, ob es Neues oder Altes Testament ist. Es geht darum, dass die Menschen sich in die Macht Gottes begeben. Und Claudia Roth, ich tut mir leid, dass ich sie wieder zitiere, aber leider hat sie mein Leben schon viel zu oft gekreuzt. Claudia Roth sagt, dieser Spruch ist kein unpolitisches Zeichen von Religiosität, sondern eine politische Botschaft, die den von Gott abgeleiteten Herrschaftsanspruch des Preußenkönigs untermauert. Also es wird von allem erstmal eine Gefahr oder zumindest befürchtet, dass man jemanden auf die Füße tritt oder Nein, so. Nein, nicht mal das. Ich glaube, es entspricht einfach nicht ihrem Weltbild. Es, wie auch in dem letzten Fall mit Münster, ist auch in diesem Fall, glaube ich, noch keine einzige Beschwerde eingegangen von einem Andersgläubigen. Und man muss sich vorstellen, dass hier dieses Gottesgnadentum wieder beschworen wird. Dieser Preußenkönig ist, wann ist er gestorben? 1861. Aber für Frau Roth lebt er gleich immer weiter. Noch weiter und knechtet uns und unsere Bekenntnisse.